Als ich 2008 mein erstes Seminar zum Thema laterale Führung gemacht habe, habe ich mir als Teilnehmer erwartet Produktmanager, Experten, Stabfunktionen. Aber in der Realität waren mehrheitlich Linienführungskräfte da, teilweise mit einer Bereichsverantwortung von bis zu 400 Mitarbeitern. Ich habe sie dann gefragt, warum sitzen Sie in diesem Seminar? Und die Antwort war, weißt du, klassische Führungsseminare haben wir schon viele gemacht. Wir wollen lernen, wie wir Kollegen auf unserer eigenen Ebene und auch unsere eigenen Mitarbeiter führen können, ohne auf Positionsmacht zurückzugreifen. Warum ist das Thema laterale Führung wichtiger geworden? Ganz einfach, weil das Commitment von Mitarbeitern und Kollegen höher ist, wenn die Zustimmung aus Überzeugung erfolgt und nicht nur einfach ein Beugen vor der Hierarchie darstellt. Wir haben seit ca. 100 Jahren eine deutliche Demokratisierung der Gesellschaft. Die meisten Länder mit einem hohen Pro-Kopf-Einkommen sind seit 70 Jahren demokratisch. Die Bildungsstandards sind kontinuierlich gestiegen. Mitarbeiter, Kollegen wollen sich nicht einfach irgendetwas diktieren lassen. Die gesamte Wirtschaftsstruktur hat sich verändert, weg von einer einfachen Industrie hin zu einer Wissenswirtschaft. Deshalb ist es wichtig, dass Entscheidungen dort getroffen werden können, wo die Experten sitzen. Und das sehr schnell. Kunden warten nicht darauf, bis eine Entscheidung die Linie hinauf und wieder herunter gespielt wird. Also kurz zusammengefasst, wir brauchen ein neues Führungsverständnis, um am Marktplatz der Talente wettbewerbsfähig zu sein.